Paul Zimmer ist ein TikToker, der 2017 gecancelt wurde, weil er seine junge Fanbase abgezogen hat. Anstatt aber das reguläre Entschuldigungsvideo rauszuhauen, hat er stattdessen eine Person namens Troy erfunden und tut jetzt so, als wäre er Troy. Ich weiß, das hört sich absolut dumm und verwirrend an, aber keine Sorge, es ist viel dümmer und viel verwirrender, als ihr denkt. Also let's fetz. Ho, 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 meine Freunde, und herzlich willkommen zu weiteren Videos hier auf meinem Kanal. Und ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Weiß nicht, warum ich heute so gut drauf bin, irgendwie. Positive Vibes heute am Start. Wenn ihr schon mal was von Paul Zimmer gehört habt, dann wahrscheinlich von Danny Gonzalez, weil der hat irgendwie 4 oder 5 Videos dazu gemacht, die richtig gut sind. Shoutout. Aber wenn ihr den nicht kennt, dann umso besser, weil ich klar jetzt sein Content. Paul Zimmer hat 2015 angefangen, Videos auf Musical.ly zu posten. Das ist die App, die heute TikTok heißt. Ich weiß, ich habe im Intro TikTok gesagt, aber eigentlich war es Musical.ly. Edgy Badge. Es ist aber eh genau das gleiche, ja? Irgendwelche coolen Dance-Moves und Lip-Syncing und so und auf einmal hast du 5 Millionen Follower. Nein, also so schnell wird man jetzt auch nicht bekannt, ja? Bei Paul Zimmer hat es mit den 5 Millionen so mindestens 1,5 Jahre gedauert. Also wer so lange im Lip-Syncing-Game drin ist, der hat es meiner Meinung nach verdient. Und wenn ihr euch denkt, ich spiele gerade irgendwie seinen Content runter oder so. Nein, es war original das. Es war original er, wo er entweder lip-synct oder halt sein sickes Sixpack zeigt. Weißt du, ich sehe das hier und ich denke mir so, ja, okay, ein bisschen cringe und so. Wie geht das, dass man damit wirklich erfolgreich wird? Ich check's sogar, wenn Kinder im Walmart jodeln oder I really like Corin sagen, dass die dann bekannt werden, weißt du? Und das ist, by the way, aus einem Highlight-Video, ja? Das hat irgendwer auf YouTube hochgeladen. Irgendwer hat alle seine Videos durchforstet und hat sich gedacht, das Top 10 easy. Wild, Digga. Wenn du jetzt aber 5, 6, 7 Millionen Follower hast, dann willst du halt auch irgendwie Geld damit machen. Na? Und die einfachste Lösung dafür ist Lively. Lively war so eine Neben-App von Musical.ly, wo du halt live streamen konntest. Und das Prinzip ist halt genau das gleiche wie bei TikTok. Als Zuschauer kannst du irgendwelche Geschenke kaufen und die dann verschicken und der Streamer kann sich dann das Geld ausbezahlen lassen. Und der Typ, der war ständig live. Aber hey, jeder hat das Recht, live zu gehen und das zu machen. Wenn irgendwer was spendet für einen guten Zweck, dann ist es ja nicht deine Schuld. Das Ding ist halt, bei Paul Zimmer war das ein bisschen anders. In so gut wie jedem Livestream hat er gesagt, hey, wenn ihr so und so viel spendet, folge ich euch zurück. Wenn ihr das spendet, gebe ich euch einen Shoutout. Quasi irgendwelche Versprechungen gemacht und in Wahrheit hat er sich 0, Josef dran gehalten. Er hat einfach gesagt, hey, wer mir so und so viel Euronen zuschiebt, bekommt einen Shoutout, bekommt dies, bekommt das, bekommt jenes. Und dann hat das irgendein 12-Jähriger halt gemacht und hat sich gedacht, hey, cool, jetzt kriege ich was. Und dann, ja, hat er nichts gekriegt. Ballert die Kurve zu krass. Aufgrund von dem Skandal gab es dann den Hashtag BanPaulZimmer und 2017, Mitte 2017, also nur 2 Jahre nachdem er mit dem ganzen Ding angefangen hat, ist er einfach verschwunden. Und das war's auch schon mit dem Video, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na, Spaß. Hoffe ich natürlich nicht. Es ist eine Woche vergangen, dann ein Monat, dann ein Jahr und die Leute haben sich gedacht, naja, das war's jetzt mit dem. Der kommt wahrscheinlich nicht mehr wieder. Aber nach ungefähr 2,5 Jahren hat er auf Instagram plötzlich einen Post rausgehauen und der war Weltklasse. Dieser Schauspieler @TroyBeckerIG sieht aus wie eine jüngere, attraktivere Version von mir. Ich verwende Social Media nicht mal mehr, aber das muss ich posten. sind das nicht beides die gleichen Leute? Troy Becker ist original Paul Zimmer mit einem neuen Account und einem neuen Namen. So dachte er, das fällt keinem auf. Vor allem nimmt er als Paul ein Bild von sich selber, wo er einen Bart hat, den er anscheinend während seiner Social-Media-Pause hat wachsen lassen. Niemand kennt dich mit Bart. Troy Becker sieht mehr aus wie Paul Zimmer als Paul Zimmer. Hätte es nicht irgendwie mehr Sinn ergeben, wenn er wenigstens gesagt hätte, yo, die Person mit dem Bart ist eine andere Person? Nein, und ich sage euch auch warum. Paul ist zu dem Zeitpunkt von dem Post 24 Jahre alt, okay? Also nicht mehr wirklich so die Zielgruppe für TikTok. Troy Becker ist 15? Ganz kurz, sich als Minderjähriger auszugeben, damit man wieder cool und swaggy für TikTok ist, irgendwie nicht so cool, oder? Und nicht so swaggy. Und als wäre das nicht schon genug, gab es dann einen zweiten Instagram-Post, wo er schreibt, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich keinen Spaß mehr daran habe, ein Entertainer zu sein. Ich will meine Social-Media-Seiten nicht einfach zurücklassen, also habe ich beschlossen, alle an Troy Becker IG zu übergeben, weil er einer der coolsten Leute ist, die ich kenne und er ist buchstäblich mein jüngerer Zwilling. Viel jünger, ich glaube, er ist 15 oder 16. Okay, also du hörst mit Social-Media auf, machst dann nach 2 Jahren ein Comeback, wo du diesem random Dude Troy Becker
einen Shoutout gibst. Und dann bekommt er auf einmal all deine Social Media Accounts, weil er so aussieht wie du. Ergibt das gerade für irgendwen Sinn? Hey, du siehst ähnlich aus wie ich. Willst du alle meine Social Media Accounts haben? Jetzt kommt's mir erst. Der Typ ist eigentlich 24, ne? Und er sagt über diesen 15-Jährigen, yo, der sieht einfach aus wie ich, nur attraktiver. A youngers, see a version of me, Bruder. Ich weiß ja nicht, ob das so intelligent ist, einen 15-Jährigen sexy zu nennen, aber gut. Dieser Troy Becker hat jetzt jedenfalls alle Accounts von Paul Zimmer übernommen und tut so, als wäre das jetzt so noch voll komisch, auf seinen Accounts zu posten. Hey, what's up? My name is Troy Becker. I'm an actor. Paul Zimmer reached out to me and asked to record a video because he says he really, really looks like me and he wanted to post it onto something called TikTok. So, there you go, Paul Zimmer. Nice to meet you guys. Es ist halt so eine dumme Geschichte. Allein, dass er so tut, als wüsste nicht, was TikTok ist. Weiß Paul nicht mal, wie das ist, wenn man 15 ist? Man ist nicht automatisch ein Vollidiot. Hey Leute, ich bin's Troy. Paul Zimmer, dieser riesige Influencer, der mir gerade all seine Accounts geschenkt hat, wollte, dass ich irgendwas auf TikTok poste. TikTok? Kennt das irgendwer von euch? Ich bin nur auf knuddels.de. Naja, er hat das dann im Endeffekt wirklich durchgezogen und hat immer so getan, als wäre nichts gewesen und als wäre das so ganz normal und legitim und hat halt Kommentare und sowas ausgeblendet. Aber irgendwann ist ihm das anscheinend einfach zu viel geworden und er musste sich äußern. Er hat einfach nicht mehr ausgehalten, dass die Leute permanent verwirrt sind. Deswegen hat er einen TikTok gepostet, das noch mehr für Verwirrung gesorgt hat. Okay, first off, my name is Troy Becker. I am an actor and Paul Zimmer is a character that I created for social media to entertain and inspire people. I wanted Paul Zimmer to be like a perfect person, but I found out really quickly that perfection just doesn't exist, so I got super exhausted and depressed trying to be perfect. Warte, was? Troy Becker, der 15-jährige Schauspieler, hat in Wahrheit Paul Zimmer erfunden und nicht umgekehrt. Was ist das bitte für ein Plot-Twist? Außerdem ist das sehr witzig, weil damals, wo Paul Zimmer angefangen hat mit Musical.ly, das war 2015, da müsste theoretisch Troy Becker 11 Jahre alt gewesen sein. Du willst mir erzählen, dass das hier ein 11-jähriges Kind ist? Alles klar, Bruder. Hey Leute, ich bin's der Kaiser und heute ist mein erster Geburtstag. By the way, es wird mal wieder Zeit für Fun Facts mit Kaiser Swag. In Korea gibt's ein anderes Alterssystem als bei uns. Wenn du dort auf die Welt kommst, dann bist du direkt ein Jahr alt und jedes Mal am 1.1. kommt ein Jahr dazu. Das ist for real kein Scherz, okay? Alle Kinder, die heute am 25. Dezember geboren werden, sind in einer Woche offiziell 2 Jahre alt. Das wollen sie in Südkorea jetzt aber sowieso ändern, weil es halt gar keinen Sinn ergibt. Ja, jedenfalls nochmal zurück zum Statement. Ich fand's nicht wirklich gut, es hat mich sehr verwirrt. Aber ganz ehrlich, immerhin besser als die Statements, die wir Österreicher machen. Klar nenne ich dich dann Huchenstern. Wisst ihr, was witzig ist? Das war, soweit ich weiß, das letzte Statement oder das letzte Mal, dass er das irgendwie adressiert hat und er lädt immer noch jeden Tag TikToks hoch. Er hat außerdem vor kurzem seinen echten Namen offiziell zu Troy Becker geändert. Das heißt, eigentlich ist das halt wirklich Troy Becker. Also der Typ heißt jetzt wirklich so. Ich meine, eigentlich ist der Typ auch keine 15 oder 16, beziehungsweise jetzt müsste er irgendwie 18 sein oder so. Das Inception of Wish bestellt. Aber hey, er hat fast 200.000 auf TikTok und ich meine dafür, dass er damals so einen Move abgezogen hat, so den dümmsten Social Media Move ever, ich würde sagen stabil. Boom! Und jetzt ist auf einmal ohne Vorwarnung 2 Tage später. Und was ist passiert, meine Freunde? Vielleicht ist euch schon aufgefallen, ja? Ich habe eine andere Hose an. Aber ich bin aus einem ganz anderen Grund zeitgereist. Ihr fragt euch bestimmt, Digga, Kaiser Lahn, wo exakt hoppelt jetzt der Hase? Naja, wisst ihr, Freunde, ich habe euch belogen. Ich bin gar nicht Kaiser. Kommt mal näher, ganz kurz. Näher. Freunde, ihr müsst wissen, der Kaiser, der ist eine Figur, die ich erfunden habe. Mit 8 Jahren. Mein echter Name ist Küser. Und zwar der liebe Küser, der liebe Küser, der liebe Küser. Ja, danke vielmals, Tim Jacken. Dir kann ich anscheinend gar nichts anvertrauen. Naja, Freunde, ihr wisst es ganz genau. Ich habe diese Person erschaffen, weil ich einfach eine perfekte Person erschaffen wollte. Dieses perfekte Bild. Aber dann bin ich draufgekommen. Ich bin eh schon perfekt. Ich bin Fame auf knuddels.de. Ich bin der Lip-Syncing Goat. Okay, ich kann mich lustig im Sand herumrollen. Deswegen respektiert es bitte und akzeptiert mich so, wie ich wirklich bin. 8 Jahre alt. Aber bevor das Video endet, habe ich mir nochmal was ganz Besonderes überlegt. Gestern war ja Weihnachten und ich hoffe, ihr habt alle genau das bekommen, was ihr euch gewünscht habt. Und ich wollte einfach mal die Möglichkeit nutzen und euch von jemandem aus der Community erzählen, dem wir dieses Jahr helfen können. Es geht um Alex, er ist 34 Jahre alt und er ist so ein lieber Typ, also for real. Nur sieht es bei ihm halt gerade finanziell recht schlecht aus. 2015 wurde bei Alex Krebs diagnostiziert und er hat daraufhin auch noch Diabetes bekommen. Er hat das Gefühl in seinen Fingerspitzen verloren und er muss jeden Tag sehr viele Schmerzmittel nehmen. Er ist also im Moment nicht erwerbsfähig, aber trotzdem hat er sehr viele Schulden bei der Krankenkasse, weil er
er damals in Therapie gehen musste. Und ich habe vor einer Woche mit ihm telefoniert und er hat mir gesagt, dass er leidenschaftlich bastelt und Sachen bemalt. Und ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Und er hat mit seiner Mom zusammen so eine kleine Hundezucht. Und ich finde das so geil, dass er sagt, yo, hey, ich habe Bock, das zu machen. Und ich spare mir lieber mal ein paar Wochen was zusammen, damit ich mir neue Farben kaufen kann. Weil das ist halt einfach Leidenschaft. Ja, das finde ich einfach mega, mega cool. Und jetzt ist halt das Problem, dass im Haus von ihm und seiner Mom die Heizung kaputt gegangen ist. Und das frisst wieder extrem viel an Geld. Darum haben die Leute von meinem Discord ihn dazu überredet, eine GoFundMe-Seite aufzumachen. Das war nicht mal seine Idee. Ich verlinke euch die mal unten in der Beschreibung. Ich habe natürlich selber auch was gespendet. Also wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann wäre das echt mega cool, wenn wir ihm da ein bisschen gemeinsam helfen. Und ja, meine Freunde, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von dem ganzen Troy Becker, Paul Zimmer Thema haltet. Lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich für jeden fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.